Auf Abwägen, eine neue Folge hier auf der Suche nach vergrabenen Zeugs, weil es noch rückwärts bei mir liegt, habe ich jetzt hier nochmal einen Suchenden entdeckt. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich eigentlich rennen? Ja, ich kann rennen. Dann kann ich ja sozusagen mal gleich hier bei diesem Herren vorbeigucken, der wieder mal was sucht, aber nicht mich. Mhm. Ja, liebe Leute, können wir uns erstmal hier uns ganz genau erstmal ein Hallo, herzliches Grüß Gott, guten Tag mal uns einverleiben. Schaut einmal hier, schöne Kutte hat er an, nicht wahr? Aber was soll's, machen wir eine platt. So, das war's mit ihm. Ja, mal eben kurz abgespeichert. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich in dem Bereich schon mal war. Ja, war ich natürlich. Hier oben waren ja die exakt. Ja, dann gehen wir mal wieder. Muss ich mal genau gucken. Dann gehen wir mal ja auf die eigentliche Strecke. Richtung vergrabenes Zeug. Ich hoffe, dass ich es in dieser Sendung kriege. Sendung ist gut. Aufzeichnung. Folge. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Es geht hier nicht weiter. Ach, aua. Oder kann man hier noch... Hier eventuell hoch. Ja, da es geht. Oder ich bin jetzt so dull. Und finde irgendwie einen anderen Aufstieg. Zu den ehemaligen Schattenläuferplätzen. So, gucke ich noch mal genauer hin auf die Karte. Ob wir uns hier ein bisschen... Was in die Richtung? Ja, klar, hier war ich schon mal. Also müssen wir irgendwie uns nach unten bewegen. Jep, sorry für diese kleine... Ich will nach unten. Kann man hier entlang rutschen? Nein. Haben wir uns wieder ein bisschen verletzt? Muss das sein? Weiter in diese Richtung. Ich weiß nicht. Ich renne jetzt einfach mal drauf zu. Und jetzt bin ich schon wieder da, wo das Lagertor ist. Da unten. Es ist wie zum Verrecken. Ich komme einfach noch nicht hin. Antwort habe ich auch noch keine bekommen. Das müsste also in diese Richtung sein. Herr Jemine. Speichern mal. Ja, dann gehen wir halt eben nicht da ganz runter. Sondern halten uns rechts, denn... Ich muss auch die Karte. Ja, genau, die Richtung ist es. Und jetzt mache ich es mal ganz, ganz direkt. Weil es ist ja nicht umsonst, dass hier irgendwelche Vorsprünge sind. Also wir gehen hier nicht runter, sondern... Hier ist ja die Möglichkeit auch noch mal hoch zu klettern. Ah, okay, hier gibt es ja noch mal diesen Steinkreis. Hätte man auch hier kommen können, hoch. So, und dann gehen wir hier in die Richtung. Ja, sorry, ich will ja alle Ecken hier erkunden. Und will wissen, where the Geier is the... Kommen wir hier hoch? Oh, wir kommen hier hoch. So, dann ist es hier noch felsiger und schroffer. Oder ist der Treppenaufgang? So, und soweit ich das noch im Schädel habe, gehen wir mal hier lang. Ja. So, in die Richtung müsste es sein. Und ich sehe da unten Feuerwehrrange. Ja. Mann. Dann gehen wir mal hier weiter runter. Und da sind nämlich Feuerwehrrähnchen. Oder einen zumindest. Aha, mal speichern. Also würde Herr Dr. Pfeiffer mit 3F sagen, also betreten wir hier ein neues Gebiet, nicht wahr? Soll ich jetzt hier runter jumpen? Jumpen wir mal runter. Denn das ist ja nicht tödlich für uns. So. Ziehen unsere Waffe. Schauen mal, ob wir von hier oben den Feuerwehrmann killen können. Ja. Könnte... Oh, ein Schuss mit dem normalen Pfeil. Ja, das ist super. Was ist denn da unten?
Ach, da unten ist diese Feuerstelle. Ah, da ist das mit der Höhle. Alles klar, jetzt weiß ich, wo ich genau bin. Bin über dieser Stelle, wo es vom Leuchtturm aus rechts unten hin lang geht zu einer Höhle, wo diese brennenden Häufchen sind. Brennende Häufchen, herrlich. So, kann man hier noch ein bisschen mehr erblicken. Ah, bringt wohl nicht so viel. Okay, dann gehen wir mal zu dem Feuerwehrrehen hier hin. Machen mal hier eine Loot-Sektion. Boah, das ist ja auch Karst. Hier, das müsste das sein. Ja, genau, richtig. Hier dampfen die Haufen da rum. Und da ging es dann zu dieser Höhle hin. Ja, okidoki. Also sowas, wie vielschichtig man so eine Map aufbauen kann. Aha. Einfach nur höher bauen. Das macht das Sache so, das macht die Sache so unübersichtlich. Da muss man also dreidimensional denken. Deswegen habe ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu orientieren. Und ja, dann werden wir mal hier unsere. Was sind das für Varane? Giftwarane? Ne, ein ganz normaler Varan, aber versteckt sich denn hier noch Lootmaterial? Nein. So, treffe ich dich denn schon von hier aus? Oder nur diesen dummen Stein da? Nee. Sowas. Bis ich da auf die Idee gekommen bin, den mal zu kriegen. Also die Stelle. Die muss ja hier wohl irgendwo sein. Weil hier sind so viele Warane. Okay, Suppe. Du bist auch hin. Aber. Haut eines Reptils. Genau, richtig. Oh, Feuerwurzel. Nochmal. Da ist das Kreuz, seht ihr? Oh. Bevor wir uns da dran machen. Schauen wir nochmal genau hin. Wo hier noch Loot-Fähigkeit ist. Ah, nee, das ist nur so ein Vorsprung da. Das gehe ich mal lieber nix. Okay. Bum, 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 bum. So, Slalom laufen. Slalom laufen und sich dabei nicht verlaufen. So, ich habe zwei Warane noch nicht gelootet. Einen davon habe ich. Jetzt sind beide weg. Oder alle drei. Selber schuld. Das ist echt ulkigst. Manchmal sind sie da, manchmal sind sie wieder weg. Und vor allem, ich bin nur ein bisschen außerhalb gegangen. Sie sind nicht mehr hier. Wo sind sie? Okay, was soll's. Kloppen wir mal drauf rum hier. Begrabenes Zeug. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Sehr großer Lederbeutel. Noch einen sehr großen Lederbeutel. Mächtiger Ring der Magie. Wow. Cool, und eine schwarze Perle. Und das war's. Das hat sich eigentlich gelohnt, wenn ich jetzt mal nachgucke, wo die Lederbeutel sind. Also hier zum Beispiel ist der mächtige Ring der Magie, den wir gefunden haben. Und jetzt schauen wir mal. Normalerweise sind die mal ganz unten, die Lederbeutelchen. Beutel mit 50. Ach, die habe ich noch nicht ausgeballert. Ein sehr schwerer Beutel, gefüllt mit 200. Nochmal mit 200 Gold. Und nochmal 200 Gold. Ja, das müsste es eigentlich gewesen sein. Mehr Lederbeutel mit Gold habe ich hier nicht. Das sind alles nur Tabak, getopfelter Apfel. Jep, von der Obbe, roter Tränenpfeffer. Gut. Speichern wir mal. So, jetzt nochmal eben das Tagebuch gucken. Ich habe nämlich noch was von der letzten Folge vergessen. Okay, hier ist es nicht mehr drin. Ah, vergrabenes Zeug, da ist es. Ich habe zwei Beutel mit jeweils 200 Goldstücken, eine schwarze Perle und einen mächtigen Ring der Magie gefunden. Haben wir ja hierhin. Weil,
Ich gucke erstmal, ob es hier noch ein bisschen Loot-Kram gibt. Mal hier so ein bisschen gucken. In der letzten Folge im Schnitt fallen. Oh, da schwebt wieder eine Heilwurzel. In der letzten Folge habe ich was übersehen. Ich bin ja in Boots, eine Butze gewesen. Also Boots, Butze. Und habt da was übersehen, liebe Leute? Da wollen wir uns doch mal direkt dorthin verzenden. Wunderbar. Gehen wir jetzt mal gleich wieder hoch. Da dachte ich mir, ja, das sah nicht so typisch aus, aber es könnte irgendwas sein. So, wo war die nochmal? In dem Zwischengang hier. Genau. Kann ja sein, dass ich da was übersehen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es sah jedenfalls so aus, als wäre es was. Da gab es doch diesen Multifunktionsschrank. Diesen Mufu-Schra. Moment mal. Ach, ich musste eben husten und eben kurz anhalten. Und zwar. Der war es nicht. So, es war irgendwo. Ja, genau. Das habe ich gesehen. Das sieht aus wie so ein Holzstück oder sowas. So, wenn ich jetzt da. Oder ich mach mal hier. Nee, hier ist es nicht. Also ist es das. Aha. Also auf jedenfalls hat sich was geöffnet. Gut, dass ich mir das immer aufschreibe, liebe Freunde. So, und was hat sich jetzt hier getan? Oh, aha. Ein Geheimgang. Wie cool ist das denn? Oh, schön. Wow. 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 Was ist denn hier alles los? Der Typ ist ja echt schwer auf Zack. Was nicht alles gibt hier. Junge, Junge, haben die Reichtümer. Ich glaub's ja jetzt echt nicht. Also mal gucken, was wir haben. Silberbrocken, roter Smaragd. Oh, hier ist doch noch was. Okay. Mann, ist das viel. Apfeltabak. Aber hier ist doch noch was. Das sieht man doch. Ne, kriege ich irgendwie nicht. Gut, dann haben wir hier Lederbeutel, mittlerer Lederbeutel. Also das sind ja Schätzchen hier. Und ein Schrank nochmal. Okay. Ach so. Knacken im Stehen. Muss ich mal eben gucken. Aufschreiben, wie wir das machen. So. Im Stehen knacken. Macht er das denn mit den Füßen oder was? Aha. Ah, habt ihr gesehen, die obere Schublade hatte nichts gehabt. Und hier hat es dann halt eben eine Silberkette und silberne Ringe. Das ist gut. Wow. Special. Very special. Ist das jetzt auch eine Kiste mit verschiedenen Gegenständen? Nee. Okay, du musst ich. Das ist soweit entfernt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, das ist ja Buß seine, aber da steht ja nicht Buß Truhe drauf. So, was bescheuert das aber auch. Dann werde ich mal kurz mal gucken. Eventuell. Moment mal, Stadtwache. Hey. Das ist ja nicht Buß seine. Hallo? Nee, bringt nix. Es regnet. Ah, wie spät haben wir es denn? 17.58 Uhr. Wie hole ich mir jetzt den Bus hier hoch? Wo ist denn seine Gemenate? Seine Schlafkoje. Ja, hier wahrscheinlich. Ja, genau, da gehe ich mal hin. Machen wir mal bis Mitternacht. Ja, da ist er. Das ist Boots. Okay, speichere ich mal. Ja. Hey. Nein, Schlüssel hat er nicht mehr. Oder hat er wahrscheinlich nie gehabt. Ja, das ist jetzt dull. Jetzt weiß ich nicht, wie ich da an die Truhe komme. Knacken kann ich sie nicht. Ich brauche einen Schlüssel.
weiter hier. Ach ja. Die Oberstadt bei Nacht. Das ist auch schön. Dann werde ich noch mal schauen, was wir in unserem... Man muss ich noch zu Nagur hin? Suchen wir mal was zum Übernachten. Na, gehen wir mal. Wieder mal zu Matteo hin. Er schläft da. Matteo ist hier. Und hier ist verdammt, noch ein anderer. Was willst du? Der pinkelnde Rupert. Ach ja. Machen wir das mal ganz früh. Theo ist auch noch schon draußen. Ja, er hockt. Nee, das ist Regis. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch mal zu zum Nagur zurückgehen müsste. Und hier ist er Diebesgilde. Ich habe Nagur mitgeteilt, ich den Brief wieder, bla bla bla. Denn da ist ja der Hinweis, dass ich mich um meine Mission in Varant kümmern soll. Ja, da deswegen habe ich dann. Tja, angefangen nochmal hier die versteckten Klamotten zu finden. Obwohl, ich könnte hier auch Würfel spielen mit den Leuten. Also mit den, hier mit den ganz, mit der ganzen Meute da. Wo waren jetzt nochmal? Hier oben. Jude Mortimer und seine Leute. Aber das wollte ich ja in einem Livestream machen. Da muss ich mal überlegen, wann ich das mache. Das gebe ich noch rechtzeitig bekannt. Ja, soll ich jetzt zurück zur Varaninsel? Oh, ich möchte Corinnes nicht verlassen. Oder habe ich noch nicht alles erledigt hier? Kann ich ja erst nur machen, wenn ich Antworten bekommen habe. Ja, Moment mal, da ist ja Bosbos Haus. Wie kriege ich denn die Felle verkauft? Und dann jeden Tag 3000 heißt es. Habe ich ja völlig ignoriert. Ja. Das die tue ich in dieser Version noch nicht. Gibt, versuche es irgendwie anders. Bei Bosbar selber glaube ich nicht. Ich mach's anders. Erstmal gucken überhaupt. Das waren ja Wagfälle und sowas. Wo haben wir die denn? Da muss ich mir erstmal eine Übersicht verschaffen. Ja, da ist so einiges dazugekommen. Also ziemlich viel. Ah, erst mal gucken. Wildschwein, Wolf, Wagtroll, Schattenläuferfälle verkaufen. Gut, die habe ich alle. Wildschwein nicht mehr. Das ist jetzt doof. Weil da müsste ich ja gerben. Er musste es ja besser wissen. Okay. Jetzt muss ich eine Truhe finden. Am besten hier eine in der Nähe. Da kann ich nicht hin. Da ist Matteo. Obwohl, die habe ich noch gar nicht geknackt, fällt mir auf. Nee, da pennt einer. Muss ich irgendwann mal machen. Aber ich will ja erstmal Kohle machen. Und zwar in der Nähe hier eine Truhe finden. Das ist jetzt echt dull. Stopp. Hier gibt's doch genug. So. Zack. Die habe ich ja schon durch. Jetzt werde ich aber mein Zeug mal da mal rumdeponieren, was ich so habe. Ach ja, das ist ein bisschen aufwendig, das Ganze. Ich melde mich wieder. So, einige Sachen habe ich ja hier schon verstaut. Wollen wir mal gucken. Ich werde jetzt das Handeln jetzt nicht unbedingt hier aufzeichnen. Ich versuche halt eben mal mein Glück erstmal, indem ich dann da die 10 Fälle, die ich noch übergelassen habe, Wildschwein, Wolf, Troll und ja, Trollfälle. 1750 Goldstücke. Was für ein Zeug? Verkauf maximal 3000. Ah, jetzt will ich wissen, was denn jetzt? Gut, ich verkaufe. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Heute kann ich dir nichts mehr abkaufen. Aha, das wissen wir ja schon. Heute kann... Oh, ich doof. Heute kann ich dir nichts mehr abkaufen. Komm bitte morgen wieder. Okay, alles klar. Ja, dann schlafen wir mal eine Runde. Und so weiter und so weiter.
So, jetzt habe ich mal bei Matteo bis Mitternacht gepennt. Ach, shit. Mist. Kommt ja gerade in dem Moment rein, der Rupert. Dann gehe ich nochmal kurz raus. Ich will wissen, ob ich die Truhen geknackt habe, aber ich glaube, ich habe sie nicht geknackt. Okay. Schlafen denn jetzt beide? Ja, schlafen beide. Also auf jeden Fall habe ich die in der Mitte noch nicht geknackt. So. Ja, siehst du? Na, perfekto. Gucken, ob es die andere auch noch, die auch noch offen ist. Die hinterm Tresen. Muss ich auch noch knacken. Ja, und dann mache ich dann noch die geschäftlichen Sachen mit meinem Vater weiter, also mit Rolands Vater. Ja, das ist ein bisschen mühselig, da die Felle rauszuholen. Und vor allem, man weiß nicht, so ein Trollfell ist 300 wert. Und, wie lustig, die gleiche Kombo. Und da weiß man jetzt gar nicht, ob das was überhaupt was bringt. Ne? So, jetzt muss ich trotzdem noch mal schlafen. Opa, raus da. Und ich krieg maximal 1500 Gold für 10 Trollfälle, die 300er haben. Klar, das ist der Gesamtwert. Wo ein Händlerwert ist es natürlich nicht. Jetzt gehe ich wieder und hole mal mein Zeug und mache den restlichen Kram, versuche ich an Bosper zu verticken. Jetzt verkaufe ich mal die Wüstenwolfsfelle. Mal gucken, ob das klappt. Lass dich wieder blicken, mein Junge, wenn du wieder Felle verkaufen willst. Also zählen die schon mal nicht. Okay. Jetzt nehme ich mal einen schwarzen Wolf. Und die Wargfälle. Mal gucken, ob die eventuell auch gekauft werden. Ich überleg's mir nochmal zurück. Verkaufen maximal 3000. Jetzt kam gar nichts. Gut, ich verkaufe. Irgendwie komme ich mit dieser Handelsoption nicht klar. Das habe ich schon so oft gehabt. Heute kann ich dir nichts mehr abkaufen. Ja, okay, das reagiert jedes Mal anders. Komisch, komisch, komisch. Wobei ich nicht weiß, was er jetzt gerade gekauft hat von mir. 20 Gegenstände. So, ich habe noch 5 Keilerfälle, die will ich nicht verkaufen. Die sind auch gar nicht, werden auch gar nicht angeboten. Ja, dann habe ich noch 464 Wolfsfälle. Ja, das wären 4640. Mal gucken. Vielleicht nimmt er die alle auf einmal an. Da muss ich ja noch eine Nacht schlafen. Und dann sehen wir uns gleich wieder vor Bosbar. So, alle 400 so und so Wolfsfälle verkaufen. Jetzt steht wieder, ich überleg mir es nochmal zurück. Verkaufen maximal 3000 Gold. Gut, ich verkaufe. Aha. Glaubst du wirklich daran? Okay. Zeig mir deine Ware. Mal gucken, ob er alles zeigt, was ich ihm verkauft habe. Nee, zeigt er nicht. Heute kann ich dir... Ja, genau, kann nichts mehr abkaufen. Also ich hätte jetzt alles, bin jetzt alles losgeworden. Wir sehen, 14.880 Jolt haben wir gemacht. Das ist doch toll. So, jetzt gucke ich mal. Jetzt werde ich mal bis Mitternacht schlafen. Ich habe eine Idee. Vielleicht klappt das ja. Ich weiß es nicht, aber es könnte möglich sein. Denn das wäre ja. Das wäre ein Perpetuum mobile oder Perpetuum Bezahleinkommen. So, jetzt gucken wir mal. Irgendwer noch da? Okay. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was ich vorhabe. Und ja, den eigenen Vater beklauen, ne? Denn ich will wissen, ob er die Felle, die ich ihm verkauft habe, hier aufbewahrt. Das wäre natürlich ein Hammer.
Nein. Okay. Verdacht bestätigt, unbestätigt. Gut, also ist nicht. Die verschwinden ins Off. Hat er wahrscheinlich schon weiter gehandelt. Gut. Dann schlafe ich nochmal eine Nacht und dann sehen wir uns auf der Varaneninsel wieder. Da sind wir. Und wir haben ja noch eine Gesprächsoption bei Martin. Corinus ist frei. Bei Innos. Das ist die beste Nachricht, die ich seit langem erhalten habe. Endlich kann ich wieder in die Stadt zurückkehren. Danke nochmal für alles. Du hast sehr viel für uns getan. Das habe ich auch gesagt. Ja, dann geh mal los. Nein, okay, dann nicht. So, was sagt Wulf? Hey. Ist noch irgendwie was Besonderes? Nöp, okidok. Möge Innos... Yep. Ja, Gernot. Gehen wir zurück an Bord. Kehren wir zurück an Bord. Gut, es geht sofort los. Ja, sind wir wieder dort. Unterdeck ist sogar offen zu meiner Truhe. Das heißt also, dann werde ich das auch mal wohl in Anspruch nehmen. Jawohl, um mich ein bisschen noch vorzubereiten, Waffenschmieden nicht, aber hier ein bisschen was machen. Kann ich was gerben zum Beispiel? Nö, kann ich nicht, weil ich habe keine Wildschweinfelle. Die hatte ich auch vorher noch nicht gehabt. Oh, hier gibt es zum Beispiel wieder schöne Sachen, Lootzeug, ne? Und Kiste mit Proviant ist wieder dabei, verschiedene Gegenständen. Die Truhe dürfte sich nicht automatisch gefüllt haben. Ach, das sind meine Schmähzettel. Die da reingeballert? Ich kann mir an nichts mehr erinnern. Das ist so lange her, liebe Freunde. Mann, oh Mann. Okay, mal gucken, was ich mache. Oh, ich könnte mir noch schöne Getränke zurecht mixen. Dafür auch noch ein Lebensbonusgetränk von plus 20. Ja, mal gucken. Dann müsste ich ja noch ein paar Sachen kochen können. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wo war denn jetzt der Smoothie? Ne, der war ein höher. Ja, auf das Schiff müsste ich noch mal rumkommen. So, genau, da unten. Jetzt bin ich mal gespannt. Da gibt es doch auch bestimmt einen Topf. Genau. Kessel. Ach ja. Fischsuppe, Fleischsuppe. Ich brauche noch Apfelkompott zubereiten. Ein Teller? Wie viel denn? Wieso denn nur ein Teller? Ich habe so viele Apfelkompötte. So viele Äpfel. Was über 60. Gucken, ob sich das wieder... Ja. Genau richtig. Muss ich alles mal aufmachen. Ach, Brotsuppe will ich nicht. So, alles verkocht. Herrlich. Gucken wir doch gleich mal noch unter Nahrung hier. Stopp, nichts springen. Also, naja, okay, 7 Apfelkompott. Das ist gut. Brotsupp, Fleischsupp, Fischsupp, ja, die könnte ich auch eigentlich verkaufen irgendwie. Dunkelpilzsuppe, ganz wichtig auch. Kräftige Käsesupp, Schinkensupp, ja. Und das war das dann. Gut, melden wir uns mal ab für diesen Bereich der Insel. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist denn eigentlich mein Dandolo mitgekommen? Ja, oder? Das hätte ich dir vorher sagen können. Ja, ein Glück. Oh, ich dachte schon. Gut. Dandolo ist wieder mit dabei. Und jetzt geht's wieder nach Varant. Vielleicht sollte ich doch noch mal mit Gernot quaken. Vielleicht... Es wäre sehr schwierig, ihn zu bestehlen. Das haben wir ja schon mal gelesen irgendwo. Ganelun. Hey. Es wäre auch sehr schwierig, ihn zu bestehlen. Aber auf. Ach, mal ran. Wohin können wir jetzt segeln? Bestimme den Kurs selbst. Ja. Auf nach Varant.
segeln wir zu der Südwestküste von Varant. Gut, wir werden sofort lossegeln. Bin gespannt, welche Abenteuer da auf mich, auf uns erwarten. Dann würde ich mal sagen, für diese Folge, ne, das ist ja jetzt die Samstagsfolge und morgen ist ja Ostersonntag, nicht wahr? Ja, also beziehungsweise während das hier hochgeladen ist. Schreibt mir einen Kommentar, gebt einen Daumen und arrivederci, goodbye. Tschüss.